Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Wir werden heute einen solchen Barbie- oder auch Monster-High-Herd basteln. Was ihr alles dafür braucht, das seht ihr jetzt. Für unseren Herd brauchen wir weißes Papier. Das ist jetzt selbstklebendes Papier. Ihr könnt aber auch ganz normales Papier nehmen und das Ganze mit einem Klebestift dann aufkleben. Dann braucht ihr noch rote Bügelperlen. Die werde ich allerdings dann einschmelzen. Ich habe dazu ein extra Video gemacht. Da könnt ihr noch mal schauen, wie man Bügelperlen schmilzt, damit sie flach werden. Dann braucht ihr noch weiße Bügelperlen, einen Kaffeefilter, eine Heißklebepistole, einen schwarzen Filzstift, Streichhölzer, eine Schere oder ein Cuttermesser. Wobei, das solltet ihr nur benutzen, wenn eure Eltern dabei sind, weil die doch sehr, sehr scharf sind. Außerdem braucht ihr dann noch ein kleines Schächtelchen. Das kann ruhig irgendeine Verpackung sein, also eigentlich etwas, was man nicht mehr braucht, und das kann man dann super zum Basteln benutzen. Als erstes klebe ich meinen Pappkarton von allen Seiten mit weißem Papier über, damit man das Ganze von außen dann nicht mehr so sieht, was es einmal gewesen ist. Das ist jetzt selbstklebendes weißes Papier. Ihr könnt natürlich auch ganz normales weißes Papier nehmen und dann einfach mit einem Klebestift das auf eure Verpackung kleben. Jetzt haben wir ein komplett weißes Schächtelchen, zumindest die Seiten, die man von außen sieht. Die anderen Sachen, so wie zum Beispiel die untere Seite, die müsst ihr nicht unbedingt bekleben, die sieht man ja eigentlich nicht. Hier kann man jetzt noch das Schächtelchen öffnen. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil wir ja noch die Backofentür einsetzen müssen. Und dazu werde ich jetzt mal mit meinem Bleistift entweder freihand, das war der Klebstoff, oder mit einem Lineal, das könnt ihr euch selbst aussuchen, so eine kleine Tür hier einmalen. Und die werde ich dann mit dem Cuttermesser ausschneiden. Wenn ihr auch so ein Cuttermesser benutzen möchtet, dann lasst euch auf jeden Fall von euren Eltern oder älteren Geschwistern oder Erwachsenen helfen, weil die sehr, sehr scharf sind und damit kann man sich wirklich auch leicht verletzen, also nicht alleine benutzen. Diese Messer sind sehr, sehr scharf. Ich werde jetzt hiermit diese Tür ausschneiden. Das ist jetzt also unsere Glasscheibe und dafür nehme ich jetzt diesen Kaffeefilter, der symbolisiert diese getönte Glasscheibe. Oftmals ist die Glasscheibe vom Backofen ja ein bisschen abgedunkelt. Und deshalb ist dieser Kaffeefilter bestimmt ganz gut, um ihn als abgetönte Glasscheibe zu verwenden. Ich werde die jetzt ausschneiden und dann von innen hineinkleben. Das muss also ungefähr passen, weil man letztendlich nur diesen Ausschnitt hier davon sieht. So sieht das Ganze jetzt aus, aber die Tür kann man noch nicht öffnen. Deshalb werde ich nochmal hier ringsherum an einem Rand quasi entlang schneiden. Ich zeichne mir das schon mal vor. Und hier werde ich jetzt mit dem Cutter einmal ringsherum schneiden. So, diese Tür kann man jetzt zwar aufmachen, aber ich finde, es fehlt noch ein Griff und den machen wir jetzt aus den Streichhölzern. Ich werde jetzt einfach so doppelt nehmen oder auf die Länge ungefähr kürzen, wie lang diese Tür ist. Und mit unserem selbstklebenden Papier einfach so einwickeln. Das, was überschüssig ist, schneide ich jetzt einfach ab. Und dann klebe ich diese Stange hier oder den Griff des Backofens einfach mit einer Heißklebepistole fest. Wenn wir schon mal dabei sind mit der Heißklebepistole, können wir auch gleich die Temperaturregler anbringen. Dazu nehme ich einmal so eine flache Bügelperle, die ich eingeschmolzen habe, und dann noch eine normale. Und die klebe ich jetzt einfach mit der Heißklebepistole drauf.
Die weißen sind jetzt die Regler für die Herdplatten, aber jetzt mache ich noch zusätzlich Regler für den Backofen und die mache ich mit einem roten Ring und setze darauf aber dann wieder weiße Bügelperlen. Zum Schluss male ich jetzt noch die Herdplatten auf. Dazu nehme ich meinen schwarzen Filzstift und male unterschiedlich große Kreise. Es gibt ja immer unterschiedlich große Herdplatten dann auch, wie zum Beispiel für Pfannen oder für kleinere Töpfe. Manchmal gibt es noch so ein Feld in der Mitte. Zum Warmhalten. Wir haben wirklich einen großen Herd, deswegen kann ich sogar mehr Herdplatten hinmachen. Und die male ich jetzt einfach schwarz aus. Und jetzt ist unser Barbie- oder Monster-High-Backofen auch schon fertig. Ich hoffe, mein Video zu dem Barbie- und Monster-High-Herd hat euch gefallen. Ich habe jetzt einfach mal Spectra Wondergeist dazu geholt. Vielleicht hat sie ja Lust, noch ein bisschen was zu kochen. Und ihr habt vielleicht auch noch Lust, noch mehr Sachen zu der Barbie- oder Monster-High-Küche zu sehen. Vielleicht, wie wir Töpfe und Pfannen herstellen oder auch kleine Gerichte, die die Puppen dann essen können. Also wenn ihr darauf Lust habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!